Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 34. Folge von Swiss Info, was Swiss sind, zusammen mit der... William! Hey, hey, ciao! Wer Noelia noch nicht kennt, auf Instagram und auf YouTube kann man sie immer wieder mal antreffen mit ziemlich lustigen Videos und Challenges und allem möglichen. Beide Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Papi, kann ich dich darf auslehnen? Ich möchte kurz ins Dorf gehen. Ja, sicher du. Darfst? Dann sind wir auch schon beim ersten Thema. Der FIFA-Präsident Sepp Blatter ist von der FIFA-Ethikkommission für 90 Tage gesperrt worden. Inklusive weltweites Stadionverbot. Oh Gott, der arme Sir. Grund dafür ist unter anderem eine Zahlung an den Michel Platini, sprich der UEFA-Präsident, wo unter anderem der Top-Favorit in der Blatter-Nachfolge sein könnte. Der Sepp Blatter hat die Zahlung von 2 Millionen Franken mit einer späte Lohnzahlung für irgendwelche Arbeit von Michel Platini in den 90er Jahren begründet. Allerdings findet die FIFA-Ethikkommission offenbar zu Recht, dass die Zahlung mittlerweile eigentlich schon verjährt war und dass da vielleicht ein bisschen mehr im Spiel sein könnte. Jedenfalls hat der Blatter schon Rekurs eingelegt, das heisst, es dürfte noch ein bisschen längere Sache werden. Und darum interessiert mich jetzt einfach mal eure Meinung. Was denkt ihr dazu? Ist das der richtige Schritt? Wie gut ist der Blatter für den Ruf von der Schweiz? Was meint ihr allgemein zu dem Walliser? Eure Meinung einfach mal ab in die Kommentare. Nordkorea demonstriert wieder mal seine Militärstärke. So hat man zum 70. Geburtstag der Regierungspartei eine grossartige Militärparade können bewundern. Auffällig ist aber, dass diesmal auch Raketenwerfer dabei gewesen sind. Das setzt vor allem Südkorea und Amerika in Angst und Schrecken. Ist das echt wieder eine 0815 Machtdemonstration von Nordkorea oder muss man sich da wirklich wegen einem Krieg Angst machen? Eure Meinung in den Kommentaren. Viele Städter beklagen sich, dass wenn sie aus dem Haus gehen, gerade mal als erstes den Fuß in Hundescheisse setzen. Noelia, hast du Hunde? Drei Katzen. Ah, okay. Ja, das beruhigt mich. Vor allem beklagen sich viele darüber, dass es ja eigentlich die Robidogs haben, von denen man ja gratis seine Säckchen rausnehmen können, für das auch die Schisse dann fachgerecht entsorgt wird. Leider nehmen das offenbar nicht ganz alle Hundebesitzer ernst oder finden, es hat zu wenig von diesen Robidogs und darum nimmt es mir jetzt mal Wunder, wer von euren Hund hat und wer da seine Schisse bzw. die vom Hund natürlich wie entsorgt. Findet ihr, es hat genug von diesen Robidogs oder lebt ihr auf dem Land, dort ist es eh scheissegal. Eure Meinung. Badumt. Eure Meinung wie immer mal einfach. Votet mal in die Kommentare. Was? Oh, schaut mal wie herzig. Schaut mal wie herzig. Ich rede nicht von dir, ich rede von mir. Und gehen wir nochmal zurück zu FIFA. Die Schweiz liefert einen weiteren korrupten FIFA-Funktionär an die USA aus. Damit gibt sie einmal mehr im Druck von den Amis nach. Und die Frage ist jetzt, findet ihr es richtig, dass Amerika im Fußball die Weltpolizei spielen muss, obwohl sie im Fußball an sich katastrophal sind? Eure Meinung? In den Kommentaren. In jedem Wahlkampf werden Parteien kreativ, wenn es darum geht, Wählerstimmen abzuluxen. Die SVP beispielsweise mit ihrem Song, die SP mit Plakat, FDP mit gar nichts. Es hat immer irgendjemand etwas zu bieten. Jetzt setzt aber unsere gute CVP sich auch noch für die Verkehrspolitik ein und Achtung, erfindet der Zebrastreifen neu. Nur ist er diesmal nicht geil, sondern eben im guten alten CVP-Orange. Bilder von der CVP zeigen hohe Parteimitglieder über einen solchen Zebrastreifen laufen, was ja an sich mal zuerst Aufmerksamkeit generieren soll. Das Dumme ist nur, dass an der Stelle, wo der Zebrastreifen angestellt worden ist, eigentlich gar kein Zebrastreifen sein dürfte. Das heisst, es ist illegal. Ja, CVP. Das Lustige ist, dass das Ganze im Kanton Bern durchgeführt worden ist, wo ein CVP der Verkehrsdirektor ist. Das heisst, er darf seine eigene Partei anzeigen. Ich weiss, ihr denkt, oh Mann, er hat uns schon zweimal versprochen, dass nichts mehr vom Wahlkampf kommt, aber ihr wisst doch, ich kann das Versprechen eh nicht halten. Also ich glaube, langsam solltet ihr mich kennen. Und auch meine Frage an euch, was ist euer persönlicher Wahlkampf-Highlight oder aus anderen Wahlkämpfen aus vergangenen Jahr? Was hat wirklich einfach mal den Fass vom Boden rausgehauen? Nein, das Sprichwort hat jetzt irgendwie falsch verwendet. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und für das haben wir die Kommentare. Und dann kommen wir noch zu einer Meldung aus dem Ausland. Die Weltbank stellt in Zukunft für die Klimaschutzmaßnahmen 29 Milliarden Dollar jährlich zur Verfügung. Das ist ein wichtiges Signal an den UNO-Klimagipfel im Dezember. Was noch nicht ganz klar ist, ist von wo das Geld überhaupt kommen soll. Was meint ihr dazu? Schreibt eure Meinung wieder mal in die Kommentare. Das war es mit dieser 34. Folge von Swiss Info. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schaut auf jeden Fall auch bei der Noelia auf Instagram und auf YouTube vorbei. Es ist wirklich zum Grölen lustig. Rufen für den ganzen Rot. Und damit tschüss!